Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar über SAP Predictive Analysis. Mein Name ist Spencer Sufi. Ich bin Junior Consultant bei der IB Solution GmbH. Die Chat-Moderatorin und Organisatorin ist die Natascha Unger. Bevor wir mit dem Webinar anfangen, möchte ich Sie noch auf ein paar organisatorische Punkte hinweisen. Also Sie als Teilnehmer sind während der Präsentation stumm geschaltet. Sollten Sie jedoch Fragen haben, können Sie die Chat-Funktion verwenden und uns liegen dann die Fragen vor. Genau, und zum Ende des Webinars werden dann alle Fragen gesammelt und auch anschließend beantwortet. Also die Unterlagen können Sie nach dem Webinar unter den folgenden Links finden. Im Oktober haben wir auch noch zwei weitere Webinare vorgesehen. Einmal am 14.10. da ein Webinar über Berechtigungskonzepte und SOD. Und am 28. Oktober ein Webinar über eine mobile App bei Knauf. Genau, und Informationen zu den Webinaren und Informationen über die Anmeldung finden Sie dann unter dem folgenden Link. Also beginnen werden wir das Webinar mit der Frage, warum SAP Predictive Analysis? Also welcher Gedanke steckt hinter dem Ganzen? Anschließend werden wir uns einen Prozess für die Erstellung von Prognosemodellen anschauen. Danach kommen die Vorteile und die Nutzen für den Kunden. Und zum Schluss eine kleine Live-Demo. Also hier werden wir eine zukunftsorientierte Auswertung durchführen. Und das Ziel wird es sein, eine Prognose für den Materialverbrauch mittels der exponentiellen Glättung zu erstellen. Also, warum Predictive Analysis? Also folgender Ausgangspunkt liegt vor. Das Thema Big Data, sprich ein Unternehmen hat sehr große Mengen an Daten vorliegen. Und das Phänomen der Datenflut, welche für die Massendaten verantwortlich ist, führt einmal dazu, dass das Informationsangebot für das Management rapide zunimmt und dass die Versorgung des Managements mit relevanten Daten zunehmend schwieriger wird, da die Datenbestände nicht mehr manuell verarbeitet werden können. Und durch diesen Hintergrund steigt nun die Attraktivität von Systemen, mit denen großen Datenbestände analysiert und relevante Zusammenhänge identifiziert werden können. Und SAP Predictive Analysis ist so eine Software, mit der dieses Problem gelöst werden kann. Also komplexe Massendaten lassen sich mittels modernen mathematischen Verfahren analysieren und durch zahlreiche Optionen grafisch darstellen. Und somit ist eine zukunftsorientierte Auswertung auch ohne die Unterstützung der IT-Abteilung möglich. Und Ziel des Ganzen ist es, aus den großen Datenbeständen Wissen zu generieren. Das heißt, allgemeingültige, nicht triviale, neue, nützliche und verständliche Muster zu erkennen. Und diese Wissensextraktion wird nun in einen mehrstufigen Datenanalyseprozess dargestellt. Diesen Prozess sehen wir nun hier. Dieser besteht aus 4 Prozessschritten. Einmal das Datenladen, die Datenvorbereitung, dann die Ausführung der entsprechenden Prognosen und zum Schluss die Datendarstellung und die Datenverteilung. Genau, also beim Datenladen. Also im ersten Prozessschritt hier identifizieren Mitarbeiter der jeweiligen Fachbereiche geschäftliche Fragestellungen. Also was genau soll berechnet werden? Außerdem werden auch die benötigten Daten für die Auswertung ermittelt und in SAP Predictive Analysis hochgeladen. Genau. Dabei können sowohl SAP wie auch Nicht-SAP-Daten verwendet werden. Im zweiten Schritt lassen sich die einzelnen Datenreihen herausfiltern und relevante Datensätze zusammenführen, um so die eigentliche Auswertung zu beschleunigen. Genau, und dann kommt der Schritt 3.
In dieser Phase werden nun die vordefinierten Algorithmen auf die geladenen Daten angewendet. Sprich, die Prognosen werden auf die verarbeiteten Daten angewendet. Und zum Schluss lassen sich die erstellten Modelle grafisch auswerten. Die Ergebnisse können anschließend weiterverarbeitet oder in die ursprünglichen Datenquellen gespeichert werden. Also hier sehen wir jetzt nun die Schnittstellen von Predictive Analysis. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Daten in Predictive Analysis zu integrieren. Also neben CSV- und Excel-Dateien können über JDBC-Schnittstellen relationale Datenbanken wie Sybase, MySQL, Microsoft, MS Access oder auch Oracle-Datenbanken verwendet werden. Weiterhin ist es möglich, SAP HANA als Datenquelle zu verwenden. Und die SAP-BW-Daten werden über Universen angebunden. Je nachdem, welche Version vorliegt, durch 3.x oder 4.x Universen. Genau, und nach der Analyse können die Ergebnisse in die ursprünglichen Datenquellen gespeichert oder etwa per Mail an bestimmte Personen weitergeleitet. Genau, hier rechts sehen Sie nun die möglichen Datenziele. Gut, dann kommen wir zu den Vorteilen und Nutzen für den Kunden. Also mittels Predictive Analysis sind umfangreiche Prognosen und Analysen der Geschäftsdaten sowie die Visualisierung großer Datenmengen möglich. Und bessere Prognosen und Analysen führen zu besseren Unternehmensentscheidungen. Durch diese Unternehmensentscheidung erhält ein Unternehmen auch Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Genau, weiterhin ist eine Visualisierung von großen Datenmengen möglich. Und mithilfe der Open Source Programmiersprache R sind benutzerdefinierte Erweiterungen in der Analyse jederzeit möglich. Und Predictive Analysis ist die einzigste auf dem Markt angebotene Data Mining Lösung, die SAP HANA Technologien unterstützt. Dadurch ist auch eine hohe Performance durch diese In-Memory Technologie. Außerdem hat Predictive Analysis eine benutzerfreundliche Oberfläche und es sind zukunftsorientierte Auswertungen ohne die Unterstützung der IT-Abteilung möglich. Genau, jetzt kommen wir zu einer kleinen Live-Demo. Bevor wir mit der anfangen, noch ein kleiner Hintergrund über die exponentielle Glättung. Also die exponentielle Glättung ist ein Verfahren der Zeitreihenanalyse. Und hierbei wird aus einer Stichprobe mit periodischen Vergangenheitsdaten ein Trend durch das exponentielle Glätten erzeugt. Also das Verfahren wird speziell bei der Bedarfsbestand und bei der Bestellrechnung verwendet. Also beispielsweise kommt dieses Verfahren in der Lagerhaltung zum Einsatz, wenn es darum geht, den Bedarf eines zu bestellenden Artikels im kommenden Jahr zu ermitteln. Genau. Und hier haben wir jetzt nun die folgende Aufgabenstellung. Also ein Unternehmen hat in den letzten Jahren folgenden Materialverbrauch erzielt. Also hier sehen wir jetzt, hier sind nun die Materialverbräuche aufgelistet, also im Jahr 2011, 2012 und 2013. Für die jeweiligen Perioden. Und nun soll mit der exponentiellen Glättung der Verbrauchswert für den jeweiligen Monat im Jahr 2014 prognostiziert werden. Genau. Und mit diesem Verbrauch kann dann beispielsweise der Bedarf eines zu bestellenden Artikels in dem Jahr ermittelt werden. Genau, um die Prognose zu erstellen, springen wir jetzt in die Predictive Analysis Software. Also als erstes müssen wir eine Datenquelle angeben. Also meine Daten habe ich jetzt als XLS-Datei lokal gespeichert. Und diese CSV-Datei werden wir jetzt nun als Datenquelle verwenden.
Also dazu gehen wir auf Datei neu. Hier sind nun alle Datenquellen aufgelistet. Also wir benutzen jetzt die CSV-Datei. Wir geben den folgenden Link an und erfassen die Datenquelle. Genau, also ist die Datenquelle angegeben, werden alle Daten im Entwurf dargestellt. Also hier haben wir jetzt alle Daten vom Jahr 2009, 2010, 2011, 12 und 13. Und wir wollen jetzt eine Prognose für das Jahr 2014 erstellen. Dazu gehen wir dann auf die Prognose. Also hier sind jetzt alle Prognosen aufgelistet, die dem Anwender zur Verfügung stehen. Und da wir jetzt den künftigen Verbrauch für das Jahr 2014 prognostizieren wollen, benötigen wir die Vergangenheitsdaten für das Jahr 2013. Wir haben aber hier alle die Vergangenheitsdaten von 2009 bis 2013. Deshalb können wir jetzt entsprechend einen Filter einsetzen, der nur die Daten von Jahr 2013 uns darstellt. Dazu klicken wir in Raster Datenverarbeitung und hier klicken wir auf den Filter. Anschließend müssen entsprechende Einstellungen durchgeführt werden, um den Filter zu erzeugen. Also hier sind die ausgewählten Spalten. Wir wollen jetzt einen Filter auf jeder Spalte einsetzen. Und zwar für das Jahr 2013 bis 2013. Okay. Monat machen wir von Monat 1 bis Monat 12. Und den Verbrauch lassen wir so. Wir speichern und schließen das Fenster. Nun ist der Filter mit den entsprechenden Werten versehen worden. Anschließend können wir dann den Filter einsetzen, indem wir diesen ausführen. Dafür klicken wir auf dieses Button. Also der Filter wurde erfolgreich durchgeführt. Nun sehen wir die Daten vom Jahr 2013 mit den entsprechenden Monaten und den jeweiligen Verbrauch in 1000. Genau, dann klicken wir wieder auf den Designer und auf Algorithmen. Also wir wollen die exponentielle Glättung verwenden. Diese finden wir in dem Thema Zeit rein. Hier ist alles auf Englisch. Exponentielle Glättung ersten Grades ist Single Exponential Smoothing. Diesen klicken wir an. Genau, und der wird dann in diese Prozesskette eingefügt. Auch hier müssen jetzt entsprechende Einstellungen definiert werden, indem wir auf diesen Button klicken. Genau, also wir wollen einen Trend für das Jahr 2014 herstellen. Dafür müssen wir jetzt nun eine abhängige Spalte angeben. Wir wollen den Trend für den Verbrauch erstellen. Für einen Zeitraum, Monate, also dann werden alle Monate aufgelistet, 1 bis 12. Startjahr, hier geben wir dann 2014 ein. Genau. Also hier unten können dann weitere Einstellungen vorgenommen werden. Also der Name der prognostizierten Spalte. Also hier geben wir dann Prognose Verbrauch. Jahreswerte geben wir in der Spalte Jahr 2014. Oder wir lassen einfach hier. Ja, genau. Genau, sind alle entsprechenden Einstellungen durchgeführt worden. Speichern und schließen wir dieses Fenster. Anschließend können wir dann die Prognose ausführen, indem wir auf dieses Play-Zeichen drücken. Genau, jetzt wurde eine Prognose erstellt für das Jahr 2014 für die jeweiligen Monate. Wurde ein folgender Verbrauch erstellt.
Also im Jahr 2014 im Monat 2 80.000 Stück. 2003 82.000 Stück. Genau. Und also was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir aus dem Verbrauch vom Jahr 2013 durch diese exponentielle Glättung eine Prognose für den Verbrauch 2014 erstellt haben. Genau, diese Prognose kann man auch als Diagramm darstellen. Die Prognose wird jetzt hier mit dem grünen Strich dargestellt. Genau. Möchte man das Ergebnis speichern, gibt es die Möglichkeiten in dem Register Datenschreiber. Hier können wir jetzt die Daten beispielsweise wieder als CSV-Datei speichern. Sprich, das Ergebnis kann gespeichert werden und an entsprechende Personen weitergesendet werden. Hier müssen dann auch jeweilige Einstellungen durchgeführt werden. Also wir wollen in dieser Datei speichern. Speichern und schließen und ausführen. Okay, das war jetzt... Genau. Also soweit von meiner Seite aus. Natürlich können hier auch weitere Prognosen verwendet werden. Die exponentiell gleichen zweiten oder dritten Grades. Also für mein Beispiel war jetzt nur dieses relevant. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.